Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die große Freiheit-Box von Unheilig. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Große Freiheit von Unheilig, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Es ist eine sehr ungewöhnliche Box, wie wir schon auf den ersten Blick erkennen können. Das dürfte vor allem einem Boxinhalt gewidmet sein, zu dem wir gleich kommen. Aber rein vom Ersteindruck muss ich ehrlich sagen, so eine Box habe ich zuvor noch nie gesehen. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker, beziehungsweise nein, das befindet sich hier drinnen. Wir können die Folie ohne Probleme abmachen und uns dann den Sticker immer noch ansehen. So, hier oben haben wir eine Schweißnaht, das bietet sich an. Dann schauen wir mal rein. So, und dann haben wir hier die Box. Zuerst schauen wir uns mal diesen Sticker hier an. Hier lesen wir Unheilig, große Freiheit, limitierte Fanbox, inklusive CD Special Edition mit zwei Bonustracks plus exklusiver Online-Bonus, Bonus-CD, frühe Werke und rohe Entwürfe, die 176 Seiten starke musikalische Autobiografie des Grafen und Unheilig Flagge, große Freiheit, Covermotiv. Das dürfte dann wohl diese sein. Okay, also eine Menge. Das Ganze kann man dann hier einmal rausholen, also das Album ist hier vorne eingefasst. Dann haben wir hier so eine Sternenkarte, Unheilig große Freiheit. Es dürfte die Milchstraße sein, die wir hier sehen. Auf der linken Seite lesen wir das auch wieder, plus die Tracklist. 16 Stück sind es geworden, 14 und 15 sind Bonustracks. Und dann lesen wir noch exklusiver Online-Bonus, die Beteiligten und einen Barcode. Auf der rechten Seite Unheilig große Freiheit, das Ganze dann hier so geteilt, schwarz-rot das Meer und der Himmel und darüber dann wieder die Sterne. Darunter lesen wir auch wieder den Bandnamen und den Release-Namen plus die Beteiligten. Oben Bandname und Release-Datum, also Release-Titel. Und auf der Rückseite haben wir so ein Sichtfenster. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo wir das am besten aufmachen. Ich gehe mal davon aus, hier oben. Ja. Wird wohl hier sein. Genau. So, hier haben wir einmal das Buch, die Biografie und dann haben wir hier noch die Fahne sowie die Bonus-CD. So, jetzt ist die Box leer. So eine relativ dünne Pappbox und hier haben wir dann noch dieses Sichtfenster drin verbaut. Und dann kommen wir mal zu den einzelnen Inhalten. Einmal das Buch. Das hat keine Folie. Dann haben wir die Fahne. Und natürlich das Album. So, der Rest kann derweil mal zur Seite. Bevor wir auch hier wieder die Folie abmachen, haben wir hier auch noch einen Sticker. Hier lesen wir Limited Special Edition inklusive der Bonustracks, Schenk mir ein Wunder und Auf Kurs plus exklusiver Online-Bonus. So, ich bin gespannt, was wir darin finden, beziehungsweise was dieser Online-Bonus ist. Wir schauen mal, ist gar nicht so einfach. Naja gut, wir probieren es hier oben mal. So, aber jetzt. So, wir haben hier die CD, das Album Große Freiheit von Unheilig. Wir haben hier ein riesengroßes Schiff, das hier so in schwarz-rot aus dem Meer ragt. Darunter dann das Meer in schwarz-rot, ebenso wie die Wolken. Und dann haben wir hier einen riesengroßen Mond und die Sterne im Hintergrund zu sehen. Und ganz oben an der Spitze des Schiffs steht hier eine Person mit einer Fahne.
Auf der Seite lesen wir unheilig große Freiheit. Das Ganze kommt in einem Digipack. Und auch hier lesen wir dann wieder die Tracklist, die wir auch schon auf der Box hatten. Plus wir hatten dann hier auch noch den exklusiven Online-Bonus. Der war auf der Box, glaube ich. Oh ja doch, der war auch vermerkt. Aber hier haben wir dann die Erklärung. Und zwar haben wir so ein kleines Sternchen. Und hier lesen wir, der Media Player ermöglicht den Zugang zur unheilig Online-Area mit exklusiven Inhalten. Die Online-Area ist mindestens bis zum 31.03.2011 erreichbar. Ja, gut. Da sind wir wohl etwas spät dran. Dann haben wir hier die Systemvoraussetzungen. Dann gibt es noch hier die Beteiligten und oben einen Barcode. Also 16 Tracks sind es geworden. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier den Grafen, wie man ihn kennt, mit Anzug und seinem Köfferchen. Dann hier das Schiff, das hier gar nicht mehr so mächtig wirkt. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also erstmal kommen wir zum Booklet. Jawohl, wir haben hier einmal die gesamten Lyrics abgedruckt. Bedeutet, jeder Track ist hier mit Lyrics erfasst. Dann haben wir hier wieder ein Schwarz-Weiß-Foto des Grafen. Weitere Lyrics. Ja, eine Menge Text. Weitere Fotos. Also das Thema Freiheit und mehr spielt natürlich hier auch im Artwork immer eine Rolle. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. So, hier zieht sich dann das Panorama durch. Dann haben wir rechts die CD. Die kommt hier in Schwarz und Silber. Auch hier wieder das Schiff zu sehen. Und auf der Rückseite dann auch wieder das Panorama. Sieht so echt gut aus, wenn man die ganzen drei hier so zusammen sieht. Das ist eine gelungene Landschaft. Dann packen wir Booklet sowie CD wieder rein. Und kommen zum weiteren Inhalt. Und zwar haben wir hier die Bonus-CD, frühe Werke und rohe Entwürfe. Das Ganze kommt in einer Papphülle. Hier haben wir dann nochmal 9 Bonus-Tracks, also zusätzlich zu den 16 nochmal 9 Stück. Was lesen wir hier? Okay, also das sind so verschiedene Sachen, das sind so mehr oder weniger Skizzen. Erste musikalische Schritte von 1992. Unveröffentlichter Song, Produktionsdemo, erstes Produktionsdemo, zweites Produktionsdemo. Okay, also so rohe Sachen, rohe Entwürfe, all das ist hier auch mit dabei. Die CD sieht dann so aus hier mit der Fahne, auch wieder in Schwarz und Silber und kommt wie gesagt in einer Papphülle. So, dann haben wir den Inhalt, der diese Box wahrscheinlich zu dem gemacht hat, also zu diesem Erscheinungsbild gemacht hat, denn wir haben hier tatsächlich ein Buch mit dabei. Der Graf Unheilig lesen wir hier, bis zur großen Freiheit. Das lesen wir auch hier. Und auf der Rückseite haben wir dann den Klappentext. Also hier steht dann eben, was uns in diesem Buch erwartet. Könnt ihr euch an dieser Stelle natürlich gerne kurz anhalten, das Video, und im Detail durchlesen. Gibt es keinen Barcode, also ich gehe mal davon aus, dass das Buch wirklich exklusiv in der Box war. Was ich noch vergessen habe zu sagen, die Box war auf 5000 Stück limitiert weltweit. Also gerade wenn man heutzutage die Reichweite oder den Erfolg der Band beachtet, dann ist natürlich 5000 Stück echt bescheiden, also eine sehr kleine Auflage für so eine Band. Und hier haben wir dann das Vorwort und wir sehen dann, hier gibt es wirklich jede Menge Text. Fotos sind hier scheinbar kein dabei, aber dafür umso mehr Text. Also hier gibt es zu lesen, wie der Graf so seine musikalische Biografie schildert. Und als letzten Boxinhalt haben wir die Fahne. Die dürfte echt groß sein. Ja, die ist echt groß. Ich hoffe, dass ich euch das ungefähr so zeigen kann. Uiuiui. Also, wir haben hier das Motiv, welches wir schon aus dem Booklet kennen. Beziehungsweise, war das das Cover? Sekunde. Ja, ich denke es mir noch gerade. Das Cover. Das Schiff ist hier etwas abgewandelt. Das Schiff ist jetzt hier auf der Fahne in Schwarz, aber das Motiv ist recht ähnlich. Also, wir haben hier das Schiff, im Hintergrund den Mond und diese Person, die hier die Fahne schwingt. Dann die roten Wolken.
darüber dann natürlich auch noch die Sterne. Dann lesen wir hier riesengroß über die gesamte Breite der Fahne den Schriftzug unheilig. Und das Ganze schließt dann hier unten natürlich ab wieder mit dem schwarz-roten Meer. Wir haben an den oberen Ecken, sowohl links als auch rechts, das Ganze hier dann mit solchen Metallösen vernäht. Also solche goldenen Ösen wurden hier mit eingearbeitet. Da kann man dann die Fahne wunderbar aufhängen. Und wir haben hier einen Zettel. Das Ganze ist von der Bravado Merchandise GmbH. Und ist, hier lesen wir es, 100% Polyester und produced by OneTrade. Sehr schön. Also mit Hilfe dieser Ösen kann man sich diese Fahne dann wunderbar aufhängen, wenn man das möchte. Dann schauen wir mal, dass wir die wieder hier auf minimale Größe zusammen bekommen. So, jawohl. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann haben wir die musikalische Autobiografie des Grafen bis zur großen Freiheit. Die Bonus-CD frühe Werke und rohe Entwürfe mit 9 Tracks. Sowie natürlich das Album an sich, große Freiheit mit 16 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Große Freiheit von Unheilig. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unheilig unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.